dass du wieder auf meinen Kanal gefunden hast. Am Mittwoch gibt es hier mal ein schönes, gepflegtes, aufgebraucht für Dezember 2023. Das Körbchen habe ich hier schon stehen, was ich so für Produkte getestet habe, ausprobiert habe, aussortiert habe, wo ich sage, nee, das geht gar nicht für mich oder wo ich sage, das schon zu lange auf oder weiß der Geier was. Wenn dich interessiert, was ich zu den einzelnen Produkten zu sagen habe, schnapp dir auch einen Kaffee wie ich hier, mach's dir bequem, lehn dich zurück, schnall dich an und dann würde ich sagen, geht's los mit dem Aufgebraucht für Dezember 2023. Ich habe so einen ganz schönen abenteuerlichen wilden Farbmix hier heute. Ne? Türkis, Blau, Grün, Olivfarben, ist irgendwie alles dabei. Aber darum soll es ja heute nicht gehen, sondern es soll ja um die Produkte gehen. Ich habe hier zwei Produkte von Isana zum Thema Haare. War eine Zeit lang ja super gehypt. Isana Plex-Spülung. Alle so Richtung Olaplex, tralala, hin und her. Ich kenne das Olaplex-Original jetzt nicht, weil es mir einfach immer zu teuer ist. Deshalb hatte ich dieses Isana mal ausprobiert. Plex-Spülung, Plex-Shampoo mit Keratin, Pyroprotein, Komplex und was weiß ich nicht alles. Ohne Silikone dafür für alle Haartypen. Ich fand's okay. Die Spülung würde ich mir jederzeit nachkaufen. Ich fand's schon teuer. Ich fand's schon teuer, muss ich ganz ehrlich sagen, für die Größe hier. Da ist ja nun weiß Gott nicht viel drinne. 250 Milliliter. Die Spülung würde ich mir jederzeit wieder kaufen. Die fand ich total in Ordnung. Das Shampoo hat mich nicht vom Hocker gehauen. Ich bin ja eigentlich ein Vertreter, seitdem ich kurze Haare habe, von festen Shampoos. Und für den Preis muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich das Shampoo nicht von den Puschen gehauen. Die Spülung fand ich okay. Ich würde sie mir wieder kaufen, aber ich kenne andere Spülungen, die ich wesentlich besser finde. So viel dazu. Mitgebracht aus meinem Arbeitsspind und zwar dieses hier von Avon. Das ist Works Deo Refreshing, ein Food Spray. Also kein Food für Essen, sondern Food für die Füße. Ein Fußspray, sieht man auch hier, dieses hier. Habe ich so den Sommer über, ne, weil ich arbeite im Einzelhandel, ich renne viel rum, da qualmen dir schon mal die Socken. Und es ist einfach so, dass du so, es kühlt unheimlich schön die Füße, es lässt deine Füße gut riechen, weil jeder weiß, wer in Arbeitssicherheit schon den ganzen Tag rumläuft, du hast Feierabend, ziehst die Galoschen aus, ist es nicht so schön. Deshalb Füße eingesprüht, Schuhe eingesprüht damit, war ein schöner Geruch, war sehr erfrischend, hat meine Füße, die heiß gelaufen waren, über den Tag gut gekühlt. Habe ich sehr genossen, das Zeug. Das ist auch tatsächlich mit Mint-Extrakt und mit Aloe ist da drin. Fand ich sehr geil, das Zeug. Werde ich mir im Sommer auf jeden Fall wiederholen. Ich habe jetzt von Footworks von Avon die Creme. Die Fußcreme, die ist mindestens genauso gut. Das hier geht mir um den Geruch und so ein bisschen so, oh, meine Füße muss man ein bisschen entspannen. Fand ich sehr geil, das Zeug. Gerade im Sommer fand ich das richtig cool. So, diese kleinen, die kennt eigentlich, glaube ich, jeder, ne? Von Swiss Au Pair. Und zwar ist das eine Haarkur. Da gab es so verschiedene Sorten. Jetzt, man kennt ja die Klassiker, glaube ich, mit Kokos und mit was weiß ich. Ich hole die mal kurz, warte mal kurz. Schau mal hier, wenn ich dir die zeige, dann weißt du, welche ich meine. Die gibt es ja so mit Pferdemark und mit was weiß ich, alles Mögliche. Ich habe hier mal ein paar neue Sachen ausprobiert. Einmal so die Kirschblüte, also ich habe es noch nicht ausprobiert, Pfirsichblüte habe ich hier nochmal, Orange, Honig kennt man auch. Und ich habe das Grüne ausprobiert, weil mich das eigentlich am meisten interessiert hat. Und das ist die Frühlingshaarkur, obwohl wir gar keinen Frühling haben, habe ich eine Frühlingshaarkur gemacht. Und zwar ist das die Apfelblüte. Ich weiß nicht, wer sich noch so, wer mein Jahrgang ist, so 70er Jahre, sich erinnern kann an das Schaumer Apfelshampoo. Das hatte ich hier eigentlich so ein bisschen im Hinterstübchen, weil da so Apfelblüte draufsteht. Und ich habe damals dieses Apfelshampoo, diesen Geruch so geliebt, fand es so gut. Und dieses Apfelblüte riecht überhaupt nicht nach Apfel. Gar nicht. Das riecht süßlich, aber nicht nach Apfel. Gut, da steht Apfelblüte drauf. Kann vielleicht auch da liegen. Aber es ist grün wie ein Apfel und ich dachte, es riecht so wie ein schönes Apfelshampoo, tut es aber nicht. Es ist auch kein Shampoo, es ist eine Haarkur. Ne? Ich war ein bisschen enttäuscht, bin mal gespannt auf die anderen, aber ich hatte so das Apfelshampoo im Kopf. Ne? Vielleicht war das auch irgendwie suggeriert falsch von mir, keine Ahnung. Die werden wir nochmal zukünftig ausprobieren. Den Apfel fand ich nicht gut.
Also von der Wirkung war es okay, aber ich dachte so, das riecht so schön nach Apfel. Nein, hat es nicht. Ich glaube, als nächstes nehme ich die Pfirsichblüte. Ist auch eine Frühlingsrakur. Es liegt nur Schnee draußen, ne? Aber die werde ich als nächstes mal ausprobieren. Die juckt mich am meisten. Aber Apfel, das war nichts. Allee von Avon, die Lash Genius. Volumenmascara finde ich richtig, richtig gut. Ist im Moment ja ein bisschen abgelöst durch die Kolosseum, wollte ich schon sagen, Panorama von L'Oreal, weil die finde ich ähnlich gut hier. Die hat so ein mega großes Bürstchen, die feiere ich richtig. Die macht aus meinen drei Wimpern, hault die richtig was raus. Erst dachte ich, komm, mit der Klobürste, das wird im Leben nichts. Fand ich aber richtig cool, wurde ich eines anderen belehrt, ist glaube ich schon die dritte Packung, die ich hier habe. Find ich mega, stempelt nicht ab, macht nichts, trotz des großen Bürstchens komme ich gut damit zurecht. Wenn die im Angebot ist bei Avon, dann hole ich mir die immer super gerne, mag ich sehr, sehr gerne. Finde ich ein tolles Produkt und würde ich mir jederzeit nachkaufen. Ich finde meine grünen Ohrringe, die passen überhaupt nicht zu meiner Brille und überhaupt nicht zu meiner Jacke. Gut, irgendwas ist ja immer, ne? So, aufgebraucht von Dalton. Marine Selection Anti-Aging Ampullen-Set. Ich bin ja so ein Toner- und Ampullen-Girl, ne? Ich mag das. Dieses Set hatte ich mir schon mal bestellt. Da sind 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Ampullen drin von Dalton. Die Ampullen immer gleich gesagt, gut, die sind teuer, auf jeden Fall. Aber in dieser Ampulle ist immer so viel drin, dass man das immer zum Beispiel für morgens und abends nutzen kann. Also immer für 2 Tage mindestens kann man das nutzen. Und ich fand alle 5, die hier drin waren, fand ich richtig gut. Am liebsten mag ich natürlich diese Sleeping Mask. Die finde ich persönlich am schönsten. Das ist immer in so einem Set drin. Dann ist da eigentlich noch so ein Plastiköffner bei, damit du dir die Fingerchen nicht verletzt. Aber ansonsten habe ich die gerne durchprobiert hier, was es da so Neues gibt. Es ist auch immer eine Beschreibung zu allen einzelnen Produkten immer dabei. Finde ich sehr, sehr cool. Hier hatten wir einmal Hyaluronic Urea Q10 Extreme Lift Sea Marine Anti-Aging Caviar Deluxe. Und da waren 5 tolle Sachen dabei und ich könnte mich nicht entscheiden, welche ich da jetzt am besten finde. Ich fand sie alle 5, fand ich klasse und ich liebe einfach diese Sets, immer gerade wenn das so Prozente oder so gibt, dann hole ich mir die auch immer selber super gerne, weil man sich da so ein bisschen durchprobieren kann. Weil es gibt einfach zu viele, dass man sagt, oh, nehme ich jetzt ein 5-Wasser davon, dann habe ich die und dann gefällt sie mir nicht. So ein Probeset finde ich immer sehr, sehr cool und achte drauf, wenn die irgendwie so Rabattcodes raushauen. Das finde ich immer ganz cool. So, Eveline. Eveline oder wie auch immer, diese Augenpads. Wer das Video nicht gesehen hat, ich hatte ein One-Brand-Video gemacht. Könnt ihr in der Playlist schauen, ist unter One-Brand einsortiert. Und zwar eine Marke und da waren diese Augenpads hier dabei. Die fand ich gar nicht so verkehrt, konnte so unten drunter machen. Die haben auch tatsächlich gehalten, weil viele sagen mal, man muss sich hinlegen mit einer Maske und mit Augenpatches darunter. Muss man sich hinlegen und sich ausruhen und dafür sind die gedacht. Da habe ich keine Zeit zu. Habe ich nicht. Und ein Ding hier, diese Teile müssen unter den Augen halten bei mir. Da nützt mir nichts, wenn ich hier einen Kaffee habe und nebenbei schon mal das Essen koche und die Teile hier drauf habe, weil ich nachher nicht so zerknüdelt aussehen muss und die Dinger nachher im Kaffeebecher sind. Das nützt mir nichts. Teile unter den Augen, Masken, das muss halten und das muss alles mitmachen und muss sich mit mir mitbewegen. Und da will ich nicht irgendwo eine halbe Stunde in der Ecke rumsitzen, das ist einfach so. Dafür habe ich eine, sag ich mal, LED-Maske, wenn ich mich hinlegen will. Diese hier müssen den Alltag mitmachen und das hat Eveline gemacht oder Eveline oder wie auch immer. Die fand ich cool, das waren Hydro iPads Cooling Compress aus dem Kühlschrank frisch. Hatte Bockwürste ein bisschen unter den Augen weggezaubert, würde ich mir jederzeit nachkaufen. Ein Kandidat, mit dem ich schon ein bisschen länger rumgehökert habe, ist von L'Oreal Paris, der Brightening Glowing Daily Cleansing Form. Dieser hier. Den hatte ich mir damals gekauft, bevor meine Haut so ein bisschen durchgedreht ist. Da hatte ich mir das schon gekauft. Das hat ja meistens immer, wie lange hat das hier? 12 Monate. Also wenn du das aufgemacht hast, 12 Monate. Kannst du das Ganze danach noch nutzen? Den fand ich richtig cool. Den fand ich richtig cool. Ich weiß nicht, könnt ihr euch noch erinnern, war eine Zeit lang richtig gehypt. Gab es auch noch, glaube ich, ein Serum aus dieser Reihe, weiß ich nicht genau. Das war mir aber damals zu teuer.
Das fand ich gar nicht so verkehrt hier. Was mich hier ein bisschen gestört hat, also es hat gut gereinigt, also ein Cleanser hat gut gereinigt. Alles toppi, alles gut, aber ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt, wenn man so sagt, so quietsche Haare. Also ich habe damit jetzt nicht die Haare gewaschen, ne? Aber wenn man so quietschsaubere Haare hat, dieses Gefühl hasse ich wie die Pest. Und das ist hier auch auf dem Gesicht der Fall. Das ist so quietsche, saubere Haut. Die Haut ist stumpf und wenn ich da so rübergehe, wird es richtig quietschen. Das gefällt mir nicht so, weil ich so das Gefühl habe, dass die Haut danach ja nicht ausgetrocknet ist. Ich kann das schwer beschreiben. Es ist ein saudoves Hautgefühl, nachdem ich mich hiermit gewaschen hatte. Das hat mir nicht gefallen. Deshalb würde ich mir das nicht wieder kaufen. Ich will auch gar nicht unterschreiben, dass es das jetzt noch in der Drogerie gibt. Ich fand das Produkt an sich fand ich okay. Ich fand schon mächtig teuer. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das gekostet hat damals. Aber vom Produkt fand ich es gut. Aber mir hat eben das Endergebnis der Reinigung nicht gefallen, weil ich habe verschiedene andere Cleansing-Geschichten. Habe ich hier jetzt heute noch irgendwas drin? Nee, habe ich nicht. Dermasens von Dalton und was weiß ich alles von Yepoda, die mir vom Endergebnis einfach besser gefallen haben. Also dieses quietsche, saubere Gefühl war dort nicht. Hier ist das. Ich habe es jetzt aber dennoch einfach mit aufgebraucht. Ich habe mir dann in die Dusche gestellt und dann mal ne, zwischendurch gemacht, weil ich muss es ja nicht wegschmeißen. Ne? Ich habe es trotzdem dann benutzt. Finde ich okay. Für mich aber jetzt kein Nachkaufprodukt. Und ich weiß auch, wie gesagt, gar nicht, ob es das noch gibt in der Apotheke, wollte ich schon sagen, in der Drogerie. Wenn du vom Teufel sprichst, dann kommt da auch gleich Dermasens. Dermasens habe ich gerade von gesprochen. Habe ich zusammen mit meinem Mann aufgebraucht. Habe ich eine Zeit lang genutzt, wie meine Haut durchgedreht ist. Dermasens aus der Apotheke, diesmal wirklich, finde ich richtig toll. Dermasens ist eine medizinische Hautpflege. Gefällt mir richtig gut und das ist die extra reichhaltige Gesichtspflege. Die hatte ich zur Narbenpflege hier am Hals für meine Narbe. Die ist regenerierend bei Lipidmangel ausgleichen. Das ist eine sehr, 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 sehr reichhaltige Creme, weil ich eine Zeit lang sehr, sehr trockene Haut hier am Hals hatte und so weiter. Auch im Gesicht hatte, unten im Augenbereich, das war alles knüdelig und ich fühlte mich wie so ein junger Hund, der erst so in seine Haut reinwachsen muss. So habe ich mich teilweise gefühlt. Das war so wirklich an Tagen, wo die Haut dermaßen trocken war und ich mich so, ich sag, ich brauche jetzt wie so ein öliger Hering, muss ich jetzt einfach hier eingecremt sein, dann war das die sichere Wahl. Mein Mann hat das wirklich für die Hände nachher genommen, weil er sagte, hast du eine Creme, die so mega reichhaltig ist, weil er hatte keine Neutrogener mehr, kannst auch wunderbar auf die Hände machen, die ist auch gar nicht so teuer. Gerade jetzt im Winter kann ich die euch, wer trockene Häutchen hat und ein empfindliches Häutchen hat, kann ich euch diese hier hundertprozentig empfehlen. Sie ist jetzt alle, würde ich mir jederzeit nachkaufen, wenn ich nicht genug im Schrank und im Badezimmer hätte. Finde ich eine mega, mega Creme, mag ich super gerne. Also Dermasens lasse ich sowieso nichts drauf kommen, Dalton Dermasens im Moment, weil die mir einfach so... Wer mir länger folgt, wisst ihr, mit meinen Hautproblemen, mit meiner Nesselsucht und mit dieser OP und dieser ganzen Hormongeschichte, meine Haut ist ja komplett explodiert, da ging ja gar nichts mehr und Dermasens und Dalton werde ich, mein Leben lang wird der Dank hinterher schlurfen, dass die mir ermöglicht haben, weil ich konnte ja gar nichts mehr ab auf der Haut, bis auf solche Produkte eben und da wird mein Dank ewig hinterher schlurfen, dass ich in der Zeit einfach Cremes gehabt habe, die mir über diese Zeit hinweg geholfen haben, wo ich so Hautprobleme hatte. Da kann ich euch sagen, wenn du Hautprobleme hast, geh in die Apotheke. Ist einfach so. So, nochmal aus der Apotheke. Bepanthen Augen- und Nasensalbe. Und zwar habe ich immer das Problem, also nicht nur ich, aber denke ich schon mal viele auch, gerade wenn du erkältet bist, wenn der Ofen an ist, wenn die Heizung an ist, wenn der draußen arschkalt ist und drinnen warm ist und auf Arbeit kalt ist und hin und her, lange Rede, kurzer Sinn. Nasenschleimhäute sind so weit von trocken, dass das Ein- und Ausatmen richtig weh tut durch die Nase. Und da habe ich das eigentlich. Das ist eine Augen- und Nasensalbe mit 5% Dexpanthenol. Das ist einfach so ein bisschen befeuchtend. Es gibt auch so Nasensprays, die jetzt nicht die Schleimhäute, sag ich mal, schrumpfen lassen, damit du besser atmen kannst, sondern das ist einfach eine befeuchtende Funktion, genauso wie für die Augen.
Wenn trockene Heizungsluft ist, ich viel am PC gemacht habe oder wie hier jetzt am Handy gemacht habe, ist das im Winter für uns eine tolle Alternative, wenn man einfach so juckende, trockene Augen hat oder eben trockene Nasenschleimhaut, dass das richtig schon weh tut. Es tut richtig weh, finde ich immer eine tolle Sache, kostet kleines Geld in der Apotheke, ist ein ganz toller Tipp. Wir haben da schon viel durch, aber das ist so im Winter bei uns immer Standard. Aussortiert hatte ich mir mal geholt, das ist einmal Peach von Rival Loves Me Juicy Smoothie. Das ist ein fruchtiger Lipgloss für verführerisch glänzende Lippen. Das ist das absolute Ätzzeug schlechthin. Ich mag das überhaupt nicht und ich sortiere es auch jetzt aus. Es riecht... Das, was mein entzündeter Rüssel hier riechen kann, es riecht einfach nur nach Chemie. Es ist auf den Lippen einfach ekelhaft. Ich finde es klebrig. Du kriegst es schon kaum irgendwie so richtig auf diesem Barbie-Fuß hier raus, darauf. Von der Farbe her sieht es schon glänzend verführerisch aus, aber wenn du länger wie 10 Minuten die Klappe hältst, dann wirst du das Maul nicht mehr aufkriegen. So habe ich das Gefühl. Es schmeckt eklig auf den Lippen, es schmeckt nach Chemie. Sonst muss ich ehrlich sagen, Rival Loves Me mag ich Lipglosses sehr gerne, auch Lippenstifte. Das Ding ist komplett raus für mich, halte ich hier nochmal rein. Absoluter Schuss in den Ofen, hätte ich mir sparen können. Ich habe erst noch versucht, komm, nimm das so, ne? Jetzt, wo ich große Zehe hatte, nimm das jetzt und braut es auf und dann haust du danach weg. Nicht mal, da habe ich es gebraucht. Ist raus, raus. So, einmal Aloe Vera Cleansing Tücher. Zwar einmal für Skin oder zur to go steht da drauf, irgendwie für unterwegs. Ich habe es für die Flossen genommen. Für die Flossen unterwegs, gerade jetzt wieder so in der Erkältungszeit, in der großen C-Zeit und so weiter. Finde ich gar nicht so schlecht. Ist von LR, also LR, L&R, kennt ihr ja, ne? Kosmetik. Da hatte ich mal so ein Paket mit so verschiedenen Sachen. Eine von euch, ich weiß gar nicht, ich glaube Susanne war das, hatte das gewonnen. Also die restlichen Sachen, diese Aloe Vera Drinks und solche Dinge, die hatte ich ihr zugeschickt. Das hatte ich mir dann rausgenommen. Fand ich okay. Ich finde es jetzt keine Weltverbesserer, wie ich immer sage. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, muss ich jetzt ehrlich sagen. Aber sanfte Reinigungstücher, ich fand das in Ordnung. Ich würde sie mir jetzt nicht wieder kaufen. Ich weiß auch nicht, was sie kostet, aber sie werden nicht günstig sein. Aber ich habe es mal probiert und das war es auch für mich. Was ich immer wieder kaufen würde, ist Avon. Also ich habe ziemlich viele Avon aufgebraucht. Hier kommt ja noch was. Nee, kommt nichts mehr. Und zwar ist das einmal Avon Splendora. Das ist einmal eine Body Cream. Und ich glaube, man nennt sowas. Es gibt ja immer so Geschenksets so mit einer Bodycream und dann dem passenden Parfum dazu, dass das so eine Bodycream in dem Parfumduft ist, der einfach ein Parfumverstärker sein soll oder dass das sich nicht beißt vom Geruch her. Das fand ich sehr, sehr cool. Das riecht richtig, richtig, ich guck nochmal, ob hier noch, das riecht immer noch so intensiv. Gerade so nach der Dusche, also das Parfum an sich habe ich jetzt nicht hier, aber ich hatte ein passendes, wo ich sage, okay, das könnte vom Duft so dazu passen, ohne dass ich das so in die Haare kriegt auf der Haut und komisch riecht oder so. Finde ich richtig cool, weil wenn du dir das hier drauf machst mit dem passenden Parfum, ist das, wie gesagt, so ein Verstärker. Das ist so ein Verstärker, das Parfum riecht länger, du riechst länger, besser. Finde ich richtig cool. Hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Jetzt habe ich auch mal einen Schluck Kaffee, ne? Würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Finde ich gut. Jetzt gibt es erstmal einen Schluck Kaffee hier, ne? Ohne Koffein läuft hier nämlich gar nichts. So, zweimal habe ich hier noch Dalton. Und zwar einmal diese kleinen Sticks hier. Diese kleinen Sticks. Ich guck mal, wo ist die Originalpackung? Warte mal. Das ist die Originalpackung. Das ist einmal das Enzym Peeling Soft Skin Effekt. Kann ich euch nur ans Herz legen. Da sind immer so kleine Sticks drin. Diese hier rührst ein bisschen mit Wasser so auf der Handfläche an und du hast eine Haut wie ein Baby. Du hast eine Haut wie ein Baby. Liebe ich ganz einfach. Halt hier nochmal rein. Finde ich mega Produkt. Ein mega Produkt von Dalton. Mag ich einfach super gerne. Mache ich mindestens einmal die Woche. Und da hast du wirklich Perfect Skin. Perfect Pfirsich-Skin mag ich mit Glow, mit allem.
Das ist auch alle hier. Das habe ich bis auf den letzten Rest hier mit dem Ding da noch rausgekratzt, weil ich das richtig cool fand. Das ist das Triple Ceramid Serum NPNGAP schützender Gold-Seetank mit Panthenol und das ist Skin Repair. Das habe ich so kurz vor Dezember bekommen. Jetzt ist es alle. Kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Glasflakon, Pumpspender, finde ich mega gut. Ich gucke nochmal, was hier hinten drauf steht. Morgens und abends anwenden. Ich habe das, ja, morgens, nee, morgens nicht. Abends meistens genommen. Finde ich richtig cool. Was steht hier noch? Irgendwas Spannendes drauf? Tägliche Pflege. Na, 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 na. Nee, finde ich ein mega Produkt. Mag ich sehr, sehr gerne. Ich habe jetzt im Moment ein Niacinamid-Serum von Dalton, aber das hat mir richtig gut gefallen. Also im Moment bin ich auch so richtig so, ich sag mal so geil auf Hautpflege, die mir meine Haut gut tut, weil meine Haut hat einfach eine Veränderung durchgemacht. Erstmal Ü50, Wechseljahre, dann Schilddrüse raus, Hormonumstellung, aufgehört zu schmöken. Also im Moment ist es einfach so, dass meine Haut eine Wandlung durchgemacht hat und ich freue mich einfach, dass ich meine Haut im Moment einfach unterstützen kann mit guten Produkten und da gehört auf jeden Fall Dalton für mich dazu. So, ich glaube, das war's. Das war das Aufgebrauch für Dezember 2023. Wenn dir das Ganze gefallen hat, hau einen Kommentar rein. Hau den Daumen nach oben, das vergessen aber ganz viele, also Daumen nach oben geben, weil das lässt das Video einfach öfters anzeigen. Das lässt das Video öfters anzeigen und es zeigt mir natürlich auch, dass euch das gefallen hat, was ihr hier gesehen habt und sagt, Mensch, von der könnte ich mal ein bisschen mehr sehen. Das finde ich sehr cool und ein kostenloses Abo, das ist nämlich kostenlos. Ich werde immer wieder gefragt, ist das kostenlos ein Abo? Ja, das kostet dich keinen Groschen, das kostet dich nur einen Knopfdruck und bringt uns hier einfach weiter und zeigt mir einfach, dass wenn du abonnierst, den Daumen nach oben machst und dann noch was kommentierst und einfach hier bleibst und mal wieder reinschaust, dann zeigt es mir ganz einfach, dass dir dieser Content, wie gesagt, hier gefällt und dass du gerne von mir mehr sehen möchtest. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns einfach am Wochenende wieder, am Sonntag. Hier gibt es immer mittwochs und sonntags gibt es hier immer Content. Ich räume jetzt hier auf und dann geht's ab. Wir sehen uns Sonntag wieder. Tschüss aus Kiel. Ciao, Kakao. Dann auch noch rein da.